In meinen Augen sind Kinderrechte wichtig, weil Kinder besondere Fürsorge, Förderung und Unterstützung brauchen. Sie müssen bei Entscheidungen einbezogen werden und Kinder können uns so gut erklären, was sie wollen und brauchen. Man muss ihnen nur gut zuhören und ihnen die Möglichkeit geben, gehört zu werden. Ich stelle euch heute Artikel 31 der UN-Kinderrechtskonvention vor. Dieser sichert die Beteiligung an Freizeit, kulturellem und künstlerischem Leben und die staatliche Förderung. Somit soll das Recht des Kindes auf Ruhe und Freizeit, auf Spiel und altersgemäße aktive Erholung sowie auf die freie Teilnahme am kulturellen und künstlerischen Leben gewährleistet werden. Die Vertragsstaaten achten und fördern das Recht des Kindes auf volle Beteiligung am kulturellen und künstlerischen Leben, die Förderung der Bereitstellung geeigneter und gleicher Möglichkeiten für die kulturelle und künstlerische Betätigung sowie für die aktive Erholung und Freizeitbeschäftigung soll gesichert sein. Wir bei Fröbel haben dieses Recht im pädagogischen Leitbild Kinder haben das Recht auf eigene Erfahrung verankert. Und wir im Wald- und Werkstattkindergarten hier im wunderschönen Leipzig leben dieses Recht jeden Tag. Jeden Tag ist es den Kindern bei uns möglich, die Natur und den Wald mit der Vielfalt an Möglichkeiten zu entdecken und an Herausforderungen zu wachsen. So kann mit einem Seil und zwei Bäumen eine wunderbare Schaukel entstehen oder ein umgefallener Baum kann eine ganz tolle Murmelbahn werden. Der Fantasie und Kreativität ist in der Natur keine Grenzen gesetzt. Jeden Tag aufs Neue entdeckt man die verschiedenen Möglichkeiten, die uns die Natur mit ihren unterschiedlichen Facetten bietet. Die Förderung, sich selbst auszuprobieren, in verschiedene Rollen zu schlüpfen und über sich hinauszuwachsen, ist nur ein Bestandteil unseres Alltages. Zu Beginn der Kindergartenzeit hat man sich noch nicht getraut, auf die große Wurzel des umgefallenen Baumes zu klettern, wobei diese Hürde nach einiger Zeit überhaupt kein Problem mehr ist.